das. Da was Christa Hans. Grüß dich, Servus. Fahre jetzt Osnabrück nach Frankfurt. Zucker und das 3 Tonnen. Aus Unheim gibt es vielleicht Bahn. Das sieht so aus. Ich fahre auf der normalen Strecke fahre ich meistens Innenansicht. Halt beim Einparken dann immer Außenansicht. Ich auch. Oder halt automatisch einparken. Nein, ich mach 99. Also ich muss selber einparken. Weil der krieg ich 45 EP-Punkt. Ganz ehrlich, ich habe mal das OBS heute installiert, aber ich find's nimmer. Schau mal bei Programmen, das ist mal immer markiert, also Bunch. Windows 8. Nee, ich hab Windows. Denke. Ach nicht. Weil ich gehört habe. Auch und. Ich haben sie extra. Und. Voll uns. Speicher. Hin und her. Ja. Warum soll ich mir was anderes kaufen, wenn eh bei mir läuft das? Das brauchst du nicht, aber. Ja, sag ja nur. Ja, ja, mir haben wir so den PC geschenkt gekriegt. Schenkt ein Kaus, hat man mal. Genau. Naja, und ich fahre immer mit. Auch am Tag. Willkommen. Nee. Ich nicht so. Weil da brauche ich ja stark Waffe zahlen fürs Fahren oder. Weil höchstens für Bille fahren oder mal wenn ich ein. Oh ja, da muss ich oft blechen. Also, ich selber habe jetzt 2, 3 Auftritte gefahren habe. Kein Schaden, also. Also, dass ich gecrasht habe. Ist eine gute Leistung. Und 100.000 da den ersten. Habe ich schon zurückgezahlt? Habe ich gelesen? Ja, und jetzt habe ich nur noch 330.000 Euro offen. Schauen, dass ich das auch noch dann einigermaßen. Schauen, dass mein Tempomat. Ja, ich habe mein Ehrentempomat so eingelegt, dass ich. Sozusagen mit den Plus- und Minus-Tasten auf dem Numpad sozusagen steuern kann 5 km/h mehr oder 5 km/h weniger. Ich mach das mit der Maus mit. Ich glaube, mir hat gerade wer geschrien. Ach so? Wer? Ja, das letzte. Kein war da, der Flo. Er ist in der Feuerwehr. In so. Übung. Weil, wir hatten zwar heute Übung, aber ich bin ja bei meinem Vater, das ist ja 30 Kilometer weg. Da rentiert es nicht, dass ich in die Feuerwehr gehe. Ist ja verständlich. Ich fahre doch nicht 30 Kilometer hier, dann bin ich da 2 Stunden, dann bin ich 2 Stunden in der Übung und dann, fahre ich wieder 30 Kilometer warm auf Nacht. Hast du frei oder? Ja, ich hab Urlaub. Ich sag schon Urlaub. Ferien. Zunesen. So wie 18% schon an meinem Fahrzeug. Oder musst du schon einmal zur Werkstatt nehmen? Da fängt der Mutter. Schon mit 16. Und nach einer Zeit lang die Karre da. Gott sei Dank bin ich ziemlich knapp hinter der Stadt. Da habe ich etliche Hunde dazu fahren. Sie haben Post. Das interessiert mich, dass ich jetzt Post habe. Ja, das ist die Bank. Schauen wir gleich mal nach. Aber bescheuert finde ich unrealistisch.
Ein- und Ausfahrten von der Autobahn, das ist nach der einen Spur. Na, ich hab da von Euro Express in Nürnberg, weil ich gerade von Nürnberg losgefahren bin. Die suchen einen selbstständigen Fahrer mit eigenem LKW. Ja, das hab ich auch, ja. Danach kommt dann wegen der Bank. Gas geht. Weißt du, was geil ist bei den Spielen? Immer wenn ein Radar ist, Radarkontrolle da. 2 oder 3 Mal bin ich reingefahren, weil ich das gesehen habe, die Tafel. Ich denk mir mal, das Beutel hätte es da geben müssen. Ich stehe da nicht einmal so richtig, der ohne das Auto hätte da locker vorbeipasst. Bleib stehen, gell? Ja. Ja, kann ich schon. Manchmal bleiben sogar die Autos ausfahren kannst oder abbiegen. Ja, das ist halt gut. Das ist ja manchmal so im echten Leben, dass die einfach ausfahren lassen. Also, jetzt geht's jetzt ab nach Frankfurt. Das ist auch nach Frankfurt. Ja. Ja, wie heißt der nochmal? Austin Proper oder wie? Austin Proper? Ja, der Basti. Ja. Ich glaube, der ist Sebastian oder. Und jedenfalls, der. Boah. Der hat ja auch am Sonntag also. Ja. Singleplay. Ja. Kannst du mit Watson Multiplayer spielen? Ja. Es ist sehr logisch, weil der Server ist für 3000 Personen ausgelegt. Wenn jetzt da 3000 Personen alle dieselben Mods brechen, dann darf keiner mehr mitspielen. Au! Hebel! Müsstest du mir dann mal nach mal Wochenende erklären, gemacht hat. Ja, ich muss es jetzt mal. Bin ich wieder an der verfluchten Stelle, wo ich einen Abschlepper holen müssen. Ich hab den Abschlepper noch nie gebraucht. Ja, ich hab ihn schon öfter gebraucht. Also bei meinem Laptop halt. Jetzt bin ich ja am PC, am Stand-PC. Ja, das ist gleich. Fahre mit 88 km/h, wo. Am Haarfall. Scheibengleister überflüssen bei mir erlaubt. Das Radarkontrolle. 80, okay, gut, da bin ich noch im Limit. Ich fahre jetzt mit 160 auf der Strecke, wo man 80 fahren darf. Ja, ich fahre jetzt die Radarkontrolle ist vorbei, kann man wieder Gas geben. Also ist es auch richtig. Ja. LKWs bei mir fahren daher, wenn ich mit 80 fahre, wo 80 ist, leben mir die LKWs hinten auf der Stoßstange oben, das wäre meine Kennzeichen noch nicht mal sehe von dem. Ja. Weige dann die Rücklicht. Und wie weit bist du jetzt schon? Wo bist du gerade? Warte, ich muss mal schauen, wo hier aus. Ich habe jetzt noch 200 Kilometer von die 330. 3 Stunden. 200 Kilometer? Ich habe noch 188, also fast genauso voll. 3 Stunden. In Düsseldorf war ich gerade vorbei. Düsseldorf? Kommst du von oben? Oh. War ja Ost. Okay. Mein Fahrer fängt sich bald mal wieder an zu. Da hätten sie aber auch das variieren können.
Aber komisch, dass ich doch überhaupt keine Errungenschaften habe. Wann fand ich die erste Errungenschaft? Ah. Frage mir jetzt auch schon. Du fängst wieder von vorne an. Ja, aber trotzdem ist in Steam sind die Errungenschaften ja gespeichert. Auch wieder. Also das ist aber jetzt schon geil. Was? Mir zwei spielen wir, also sagen wir so, mir zwei spielen wir ein ETS jetzt miteinander in Anführungszeichen. Singleplayer. Ja. Und der Peter spielt ganz allein sei Watch Dogs. Ja. Aber was wir alle drei gemeinsam machen, wir spielen mal alle drei ein LS nimmer. Ja, du. Blöder. Mhm. Entschuldigung, ich darf jetzt nicht fluchen. Ja, hab ich auch. Du musst mal ein Video davon schauen. Du hast mir auch einen Fluch. Ja. Ach, das Skype wieder. Bist du wieder da? Aber ich bin schon die ganze Zeit da. Nein. Ja. Also wenn du aufnimmst, da tust du, darfst kein Radio laufen haben, gell? Kein Radio. Der ganze Ton vorausgelöscht. Weil voll. Ah. Der ganze Ton macht Sinn. Okay. Ja, da habe ich wieder so eine Meldung gehabt wegen Urheberrechte. Obwohl ich Internetradio laufen hatte. Und ja. Wir haben die ganze Tonspule ausgelöscht. Okay. Du weißt. Okay, dann weiß ich das jetzt fürs nächste. Du hast das Internetradio laufen auf. Ich, ja, ich kann es ja jetzt laufen haben, weil ich mein OBS ja nicht installiert habe. Das Komische finde ich, ich habe es meinem Vater habe ich es heute installiert. Vor ungefähr 2-3 Stunden. Hast du das Passwort gekriegt, eigentlich? Passwort? Ja, dass du was installieren darfst. Ja. Er war ja bei mir herum. Mann, ist der Horst herum. Ja, das ist die Frage. Kannst du zum Beispiel, hast du einen eigenen Benutzer? Ich habe ein eigenes Benutzerkonto, ja. Ja, vielleicht ist das Programm gerade freigegeben, mal für dich als Benutzer. Wieso? Nein, das ist falsch. Denke ich mir. Ich bin ja Windows 8 ja nicht. Das finde ich aber komisch, wenn es bei meinem Vater als Admin nur freigegeben ist. Aber ich das über meinen Account installiert habe. Aber da. Was da. Was. Warte. Hierfür. Da freigegeben hat. Das wäre komisch. Denke ich mir. War für mich irgendwie logisch. Irgendwie hat das schon logisch, ja. Weißt du, was ich irgendwie komisch finde? Bei meinem LKW habe ich oben Leuchten gekauft und aufgemacht, gell? Ja. Hab ich jetzt fängt es mit mir an zu sorgen. Wenn ich es einschalte, Fernlicht oder so, die Lampen gehen oben gar nicht. Es geht ganz einfach, drück auf F4. Dann steht bei zusätzliche Beleuchtung Frontmonitoring und Dachmonitorung. Fernlicht. Dann abblendlich. Und drunter sind Okay, jetzt Rundumleuchter habe ich noch nicht auf. Ja. Und bei zusätzlichen Beleuchtungen musst du halt bei Dach und Front ein Hackerl reinmachen, dann ist es eingeschalten. So, jetzt habe ich drei. Was passiert, wenn ich jetzt das anklicke? 3. Fernlicht. Dann schaltest du das Fernlicht ein. Ja, das habe ich auf
gemacht. Hey, ja, also sobald du in dem Menü drin bist und druckst, sag mal, die Ja. 3 halt über dem E, da kannst du es auch einschalten. Das wäre Nacht. Mein Gott, nervst du Ach, Mann, jetzt bin ich mich. geblitzt worden. Was ruft dich? Sauer! Ja, Mai. Ich weiß nicht, warum die Autobahn schmal ist. Bei Frankfurt in der Gegend ist das schön breit. Stellenweise ist es nur dreispurig oder einspurig. Was? Was? Hoppala, ich will keinen Unfall verursachen, du kleiner. Ja, zumindest habe ich einen Unfall Piep. verursacht. Was? Zumindest habe ich einen Unfall verursacht. Ja, aber ich schon. Ich blink vorüber, du kleiner. Piep. Ich mache jetzt auf sofort nur so Piepton immer. Weil ich darf ja nicht fluchen, aber ich darf gerne so richtig fluchen aufmachen. Ja, solange du ausfällig wirst. Siehst, erst überholt er wir so. Ja. Ja, und nachher fällt er vorher hin und es wird langsam oder bleibt sogar was stehen. Ja. Das habe ich auch gehabt schon weiter. Ich habe ja heute Vormittag eine Runde ETS. Und dann meine Ausfahrt. Weiß nicht, warum welche so langsam fahren. Ach, Telefon. Ich habe leider kein Telefon herum, bloß die Station. Egal. Das Klingeln. Ja. Irgendwo woanders klingelt auch. Ha, schalt mal wer die Klima hier bitte ein. Ach, Scheibenkleister. Ich habe eh schon die Klima im LKW laufen. Aber es regnet oft in den Schuhen, habe ich hier. Du kannst die Regenwahrscheinlichkeit einstellen. Gute Idee, das mache ich jetzt mal. Kannst du mir dann erzählen? Ja, das ist so saugeil, wenn es einstellst, Regenwahrscheinlichkeit auf volle Karacho. Ich habe mal gesehen, es gibt da so eine Map, kannst du hinfahren auch durch Wasser oder Schnee. Durch Wasser und Schnee. Ja. Und wenn du durch Schnee fährst, hast du sogar Schneeketten dran. Ja, das ist schon cool. Ah, ich bin gleich da, lade ich ab und nachher mache ich mal Pause und hole ich meinen Auftrag. So, jetzt gehen wir mal vom Gas runter. Fahren wir runter. Ah, ich bin auch gleich da. Ich bin schon in Frankfurt. Ich hab Sim. Ich bin Ah, es. wieso hat er das gebremst? Boah! Boah! Ich habe ein Auto auf dem anderen Auto draufgeschoben. Oh, sauber. Ihr Nein! braucht. Ich hab nur 2 Kilometer, 1 Kilometer Jetzt fährt er Hoffnung. zurück. Und der Feinde fährt vor. Ey, dafür habe ich aber nur 400 Euro Strafe gezahlt. Und hab 3 Autos aufgeringelt. Ich weiß nicht, warum der nicht gebremst hatte. Ich habe das noch nie gehabt. Das ist mein erster Crash mit Autos, dass ich so aufgeregt habe. Also ich bin jetzt gleich vor Ort. Ich habe noch nicht einmal 1 Kilometer, muss nur noch einmal rechts und einmal Ein links, dann bin ich. Kilometer bin ich da. 1 Kilometer, ich habe nicht einmal 1 Kilometer. Ja, ich bin in der Ampel gestanden, davor habe ich Autos aufgeregt. So, einmal noch Linkskurve, dann bin ich drin. Wo ladst du ab? Frankfurt, am Main. Ja. Ich auch, aber. Wo genau? Welche Firma? Ja, muss ich mal schauen, das ist mein Link.
Ah, ich bin falsch. Bis rechts. Jetzt hat es Konzentration gefragt. Ah, die Firma. Ah. Carrefour. Sauber. Kommt gut eingepackt. Zufriedenstellend. Ja, das liegt mit deiner Pünktlichkeit. Ich habe oft gehabt, ausgezeichnet zu. Nee, ich war zwar pünktlich dran, aber Schäden. Ja, deswegen Schäden. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich spezialisiere mich total auf Fernfahrt. Ja, da weißt du, kannst du einen weiteren Schreck nicht fahren. Ich weiß, dann fahr ich ja mal von Italien bis auf Großbritannien rein. Ich war schon Belgien oben. Ich war schon Österreich, Schweiz, Italien. Kannst dir nachher das Video anschauen und ich genau die Karten und ein paar überreichen. Ja, jetzt muss ich. Das kommt ja relativ am Anfang, Karte. Das ist ja das Schöne. Ich fahr von Nürnberg jetzt auf Frankfurt und jetzt muss ich von Frankfurt wieder retour auf Nürnberg fahren. Ich habe etliche Touren gehabt, Zürich. Für über 3.500 fahr jetzt ein Speiseeis von Frankfurt auf Frankreich ein. Frankreich war ich schon Paris. Na, ich muss auf Straßburg. Ja, und dann irgendwann anderen. Ja, glaub. Das ist viel Mautzahl. Warst du vielleicht in der Reims schon? Ja, da war ich auch schon. In Dijon? Nein, glaube ich nicht. Lyon? Kann sein, da muss ich auf die Karte schauen. Genf? Genf? Na, Genf. 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 Ich glaube nicht, dass die Franzosen Genf zu einem sagen. Ich glaube, Genf, das ist eher so Richtung Österreich, Schweiz. Genau, das Schweizer Genf passiert. Klagenfurt am Wörthersee, da könnt ihr auch mal umfahren. War ich auch. Im ETS oder ETS in Wirklichkeit? So, jetzt habe ich eingepackt. Oder ich gute Arbeit! Obwohl ich zwei Autos aufge... Oh, wegen die Autos, ne? Habe ja. Ich 2% Schäden. Kostet mich 28 und 350 Euro. Da habe ich mein Erfahrungs... habe ich Bonus Fernfahrer habe ich 80. Vielleicht meine Fahrer weiter. Ich habe 430. Oh. Schauen wir mal Zustand LKWs an. 4 Stunden habe ich. 4 Stunden brauche ich und über 8 Stunden habe ich nur Zeit. Nein, Stunden habe ich nur Zeit. Das, was ich jetzt anschaue, habe mein LKW, das kostet schon 4.733 Euro. Ich habe mit dem LKW 9.300. Kraftstoff reicht 1.400. Mein 2436 Kilometer reicht mein Kraftstoff. Ich hab 244 Kilometer vor mir. Fahren wir erstmal mal. Ich kann von Elb gleich ringen. Meiner ist komplett repariert, weil ich einen neuen bekommen hab. Ja. Echt? Hast du Fahrer eingestellt? Na, ich hab ja noch nicht mal meinen eigenen LKW. Egal. Das ist vorteilhaft. Das ist der einzige Vorteil.
Ja, und vor allem Tankrechnungen zahlt man der Arbeitgeber und Reparaturen. Du musst du selber zahlen, gell? Wenn wirklich? Abgezogen die Schäden. Echt jetzt? Ja, wenn du eine Lieferung machst. Ja, ja, am die Schäden am Anhänger werden wir abgezogen, aber am LKW nicht. LKW auch. Stopp's mit mir. Wenn das den ihre LKW ist, machst du jeden. Also wenn die sich so beschweren, dann sollen sie einen anderen Fahrer suchen. Weil dann lass ich mitten auf der Autobahn stehen und geh heim. Ja, wieso sollst du dann überall dann, dann Abzug der Reden haben? Und ganz ehrlich, sie suchen einen Fahrer, dann kriegen sie einen Fahrer und... Ja, du kleiner... verursacht wieder einen Unfall. Ja, das LKW. Wie? LKW ist gerichtet. Wenn ich das Geld habe, dann kaufe ich dann einen richtigen Bauer. War ja mein Ratzmann. Weißt du, was ich mir gemacht habe? Ich bin vor der Sandgrund mit 4 km/h am Berger verzuckelt. Ja, das passiert nicht nur dir. Weil ich hab, glaube ich, 30 Tonnen Aufklärung gehabt. 25 oder 30 Tonnen Aufklärung gehabt. Und es hat halt mein Motor nicht da bockt. Naja, ich hab 400 PS. Sollte mir vielleicht mal ein anderes geben. Ich glaube, ich könnte jetzt gleich mal meinen Scheibenwischer einschalten. Ah ja, Scheibenwischer. Ausschalten. Ey, ich hab einen Dreier-Scheibenwischer. Hey, jetzt hab ich auch hab einen anderen LKW geladen. Ich hoffe, dass das nicht genug ist. So, mal schauen. Eine neue Fracht. So, schauen wir mal, was es gibt. Ah ja. Ich glaube, von solchen Lieferungen kannst du nur träumen, gell? 12.000. 11.000. 11.000 Euro. Genau, ich fahre jetzt von Frankfurt mal nach Erfurt. Da habe ich nur 7.000. Aber ich war in Erfurt. Aber soweit ich weiß, kriegst du für Fernfahrten am meisten Kohle. Ja, jetzt habe ich Beispiel Frankfurt, Osnabrück, 12.100 Euro. Habe ich Frankfurt, Osnabrück, 11.700. Dann habe ich Frankfurt, Hannover, 11.400 Euro. Aber ich war, glaube ich, in Erfurt noch nicht. Glaube ich überhaupt nicht. Einen Erfurt war ich noch nicht. Geht ja mir nur darum, dass ich Erfurt noch nicht war. Dann hätte ich die Karte noch ein bisschen ausgebaut. Zirkt doch mal die Klinkenstecker aus, bloß weil das Kabel hänger bleibt. Da war ich ja 2 Meter Kabel und der Drucker ist 1 Meter weg. Ich brauch schnell einen Zettel zum Aufschreiben. So, wo soll ich jetzt hinfahren? Straßburg! Nee, in Straßburg war ich ja noch nicht. Ja, ich weiß, ich war auch noch nicht. Nee, ich rede jetzt vom... Soll ich jetzt fahren, wo ich jetzt am meisten... dahin fahren, wo ich war. Also Hannover war ich auch noch nicht. Erfurt gibt nur noch 7. Dünne mit 18. Fahren.
Mach mal einen Vorschlag. Mir wurscht, es ist deine Karte. Einerseits, ich hätte da jede Menge. Hä? Was, du hast echt fies wert? Sag mal, du hast einen eigenen LKW, okay? Kriegst einen Mordsauftrag für, sagen wir mal, 30.000, musst von Frankfurt was nach Aberdeen bringen, okay? Ja. Nimmst an, bist in Aberdeen um und willst, gehst immer bloß auf die teuersten Aufträge. Dann, bist in Aberdeen um und kriegst einen Auftrag für einen, wo du in Verona abholen musst. Hab ich auch schon sowas gehabt auf Richtung. Durch die komplette Karte fahren. Ja, ihr habt da auch 200 Kilometer fahren müssen. Ja. Ich hab ja machen müssen, ich war, wo war ich? Da oben bei Hannover, Osnabrück. Hab bis OBF München fahren müssen. Ich hab jetzt 1,69% erkundet. Ich war jetzt nach Hannover. Frankfurt. Ja, jetzt mal auf die Liga Stabilität mal ab, wie du, dann würde er wahrscheinlich mehr aushalten da aufliegen. Die Stabilität von meinem Anhänger. Kann man es einstellen? Ach ja. Oder? Einstellungen und Gameplay. Ich hab da gar nichts gestellt. Ich würde kurz die Regenwahrscheinlichkeit höher stellen. Wenn du, sagen wir mal, ganz gern bei Regen fährst, stellst du einfach ganz auf viel. Das fährt gerne bei Regen. Oder da kannst du einstellen, wie stark deine Bremsen sind. Bei Optionen, oder? Einfach. Optionen, Gameplay. Kuss. Ja, dann stellst du. Da kannst du die Stärken der Bremse einstellen, habe ich auch gemacht. Ja, nix. Wo schaust du nach? Steuerung, oder? Gameplay. Ach, Game? Nein. Entschuldigung. Bremsenstärke. Wenn ich jetzt ganz nach rechts gehe, gehe ich weiß, wenn ich stärker, gell? Genau. Bremse aktiv. Aufliegestabilität habe ich nicht. Aber wir voll nach rechts. Dass es mehr zischt, oder? Ja. Was? Situation der Druck. Automat. Bremsen. Automatisch was? Ja. Treibstoff auch was lassen. Ich fahre jetzt 30.864 US-Gallonen Speiseeis. Was? Verfressen. Ich muss die nur transportieren. Ja, du kannst deine Schwester. Und der kann dich zutragen, was du verflüsst.
Jawoll. Jetzt auf nach Hannover. Mich in die Hölle. Was? Autos einer nicht gesehen. Das ist auf YouTube. Ich glaube von Kleine Fische oder wem sieht das? Hat einen. Ach. Ja, ich habe mal ein Video gesehen. Da hat irgend so Koch einer Schlange einen Kopf abgeschnitten, weil er das kochen wollte. Die Schlange hat dann noch, also der Kopf hat noch über eine Stunde gelebt. Und dann kurz vor Ende der Stunde hat es dann einen Koch gebissen und der Koch ist an dem Biss gestorben. Ja, das sind ihre herzliche Lebenswahl. Ja. Naja, die hat nur dieselben, hat alles gemacht, wie es eine normale Schlange am kompletten machen würde. Ja, das waren die Nerven. Aber wie konnte sie sich dann bewegen? Nerven. Ja, gut. Ja, und wenn der Kopf ab ist, geht auch noch. Kann auch noch rumlaufen. Ja, Papi. Papi. Wenn du dich anhörst wie mein Vater. Ja, es ist. Oh. Haben sie gerade bei Galileo gebracht, hatten ohne Kopf in den USA gewesen. Lange noch gelebt, haben sie mit Bett oder so. An. Ja, oder ja. So. Google das mal, das gab's wirklich. Ohne Kopf. Da muss man. Ich finde es. Okay. Ja, das haben sie bei Galileo gebracht. Wahr ist oder nicht wahr ist. Haben so Leute gefragt und alles. Wie lange brauchst du noch mit deiner Fahrt? Ja, ich bin jetzt vorhin erst los. Ich noch 4 Stunden. Fahr ja nach Hannover. Hab noch 270 Kilometer. Ja. Ich habe nur 100 Kilometer, brauche ungefähr 1,5 Stunden. Aber ja, du hast ja nicht so weite Strecken wie ich, oder? Straßburg, Frankreich. Ja, ich habe den Nachteil, dass jetzt bei mir schön ringt. So, hast du das Ding eingestellt? Nee. Ich hasse das eigentlich, wenn es ringt. Ja, das ist ein bisschen scheiße, gell? Oh. Scheiße. Wenn ich jetzt dann mehr, wenn ich dann endlich mal mehr Kohle habe, gell? Ah, ist er auf? Dann kann ich meinen Kredit dazu bezahlen. Und dann
kann ich ja die Garage ausbauen. Habe ich ja vielleicht dann noch ein LKW. Einen dritten LKW. Hast du schon drei LKWs? Ich und noch zwei. Ich habe ja zwei Fahrer rein. Sauber. Deswegen habe ich auch 400.000 gehabt. Einmal die 400.000, einmal die 100.000. Und inzwischen habe ich ja meinen LKW im Motor ein bisschen aufgemotzt, oh, von 360 auf 400 PS. Welches Level bist du jetzt? Ich bin bald Level 12, wenn ich anstelle, Level 12. Sauber. Also ich habe noch keine einzige Fahrt abgebrochen, gell? Was, aber ich hab schon mal abbrechen müssen. Warum? Weil mein kompletter Motor im Arsch war. Bin höchstens zu spät gewesen. Nein, bei mir war der komplette Motor im Arsch. Motor mit 50% schon. Bist du irgendwo zu oft dagegen gefahren oder was? Nein, ich bin einmal auf die falsche Straßenseite gekommen und dann bin ich gegen also auf der Autobahn. Bin ich auf der falschen Straßenseite gefahren mit über 100 km/h und dann bin ich über einem anderen LKW reingefahren. Ich bin gegen Laterne gefahren, hab auf einen Stall 20% Schaden gehabt. Alter, das war kurz nachdem ich meine Werkstatt war, ist mir das passiert. Aber bei mir. Ich glaube, da hatte Mechaniker was bei den Bremsen gemacht. Sag doch, Österreicher sind Pfuscher. Das war aber in Deutschland, gell? Trotzdem kannst du doch Österreicher sein, der in Deutschland hochgestellt ist. Ja, umgekehrt ist es. Deutschen Bund zu arbeiten. Ja, ja. Hey. Ja, ich hab einen in der Arbeit, der hat Alter gelernt, hat gearbeitet als selbstständiger Training, gell? Also Business Trainer oder wie das heißt, gell? Business Trainer, ja. Und hat in Qualitäten gehabt in Spanien. Dann ist er Konkurs gegangen und jetzt macht er, wie soll ich sagen, also einen unterbezahlten Job für seine Tätigkeit, sein Verhältnis. Okay. Ach, das ist wieder ein Radarkasten. Also ich finde so. Das irgendwie krass. Erster Aufenthalt in Straßburg. Alter, muss auch noch mal hin. Wenn ich weiter oben bin, da komme ich, eher rauf. Jetzt bin ich bald mal in Hannover. Ja, da noch nicht einmal mehr eine halbe Stunde bin ich am Ziel. Ja, ich brauche noch 2 Stunden und 10 Minuten. 22 Minuten. Könnt ihr mal das Gas raufdrehen? Ja. Ja, hab ich auch durchgehend. Ja, ich bin jetzt vorhin mit 7 km/h gefahren. Mit der Radarkontrolle. Müsste mal schauen, dass bei mir der Power kriegt. Hallo aus. Wo wächst? Ah ja, wechsle ich einmal auf dem Klick. Nein, ich wechsle jetzt rechte Spur und dann überhole ich den kleinen Fahrer davor. Doch. Oder bevor ich den überhole, biege ich lieber mal ab, dass ich richtig fahre. Ja, und dann schaue ich, dass ich irgendwie Richtung Rotterdam komme, dass ich da oben tanken, weil da oben ist der Kraftstoff. Denkst du? Mir ist euch wurscht, wo ich tank, weil das zweite Mal ist der Arbeitgeber da, den Spruch. Ja, ich bin selbstständig, also.
Wenn ich jetzt bei dir anfangen würde, würdest du mir auch den Kraftstoff zahlen? Nicht, wenn ich dich einstelle, wenn du mit eigenen LKW fährst. Als Lohnunternehmer. Ja, ja, ich fahre als Lohnunternehmer. Dann musst du das alles selber zahlen. Wieso? Ja, weil ich zum Beispiel, ich habe keine eigenen Trailer. Ich habe nur die Zugmaschinen. Die Auflieger, das habe ich alles von den Kunden. Ja, hol den Trailer. Häng ihn an. Bring ihn von A nach B. Ich muss mich konzentrieren, weil ich gerade am Einparken bin. Ach so. Die Tankstellen bei mir rot. Schauen. Ach, 74 Kilometer noch weg. Nee, gute Arbeit. Hast schon auch gehabt, ausgezeichnet. Schon oft. Nein, oh komm, mir fehlen 60 EP, dann hätte ich's geschafft, dann hätte ich wieder eine Level Up gehabt. Keine Schaden haben. Ach stimmt, ich muss mich jetzt auf Jobsuche begeben. Ey, das wäre einmal was, Düngemittel von Frankfurt auf Osnabrück. Oh, oh. Fahrzeit fast 5 Stunden. Ich mach das so, ich schau immer am Ziel, ich schau gerade auf der Karte. Ich rate doch wo war, gell? Schau ich beim Tor, bei der Einfahrt, wo man reinfährt, gell? Bei dem Paket immer. Ja. Schau nicht auf der großen Karte, das habe ich am Anfang gemacht. Auf der du, ich... Radekasten. Weißt du was... Weißt du was ich jetzt, was ich mach? Okay. Ich habe jetzt da einen Zettel neben bei mir liegen. Und ich schreibe mir alle Orte auf, wo ich schon war. Auf der Karte. Ja, ich bin noch. Sag mal, ich hätte jetzt schon 10 Orte erkundet, dann kostet jeden Ort gleichzeitig eins mal abhaken. Sondern schaust du einfach drauf. Ah, den und den und den. Siehst auf, zum Beispiel Osnabrück, ich sehe jetzt da schon auf mein Zettel, Osnabrück steht nirgends gut, da fahr ich hin. Ja, aber du musst überlegen, wenn du beispielsweise nach Osnabrück fährst, gell? Ja. Warst du schon? Kannst du aber von dort wieder woanders hinkommen. Beispiel, hast du eine gute Tour, wo du viel Kohle verdienst. Das ist doch wichtig erstmal, oder? Ja, ja, ich fahre jetzt aktuell immer die besten Touren, die es gibt. Wow, habe auch kurze Touren gefahren. Weil ich Geld gebraucht habe. Lang zu fahren, da habe ich viele kurz, wenn mir ein bisschen gefehlt hat. Ja, ja, jetzt voll. Weil am Anfang kriegst du ja nur 100.000 erst. Nachher kriegst du erst den Gruppen. Boah, wie ist es? Gleich mal. Ich habe einen Iveco-Händler entdeckt. Ja, ich habe einen Volvo. Da. Da müssen gehen. Da müssen gehen. Ich glaube, ich steige auf DAF um. Hallo? Das funktioniert sau gut, der LKW. Ja, das Scania auch. Scania wäre schon. Der Motor, der bremst so leicht, dass er so wenig Druckluft verliert. Da 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 da. Wie viel Uhr hast du gerade? Fahren oder was?
keine Ahnung, Strafe habe ich keine gezahlt. Gut. Ab Donnerstag 4.53 Uhr. Erstaufenthalt in Hannover. Ich habe Montag 22.48 Uhr. Am Ziel. Ah, das ist schon wieder so eine kleine Hütte zum Einfahren. Kleines Tor ist das da, Wahnsinn. Rundbogen. Na, oh, sauber. Bauer, das Zeug da. So, die Anecke. Nein, ich packe es selber ein. Oh Kacke, ich hab zahlt 150 Fahren ohne Licht. Kacke, 150 Abzug Fahren ohne Licht. Jetzt weiß ich, wie du das meinst. Ab sofort lasse ich mein Licht immer an. Ich hab's dir gesagt davor, warum ich es immer anlasse. Ja, also, es gibt einen Spruch, aus Fehlern lernt man. Sagen fertig, nur auf den Platz. Ja. Könnten Sie nicht einmal die Uhrzeit aufgeschlagen, dass wir schöne Mittagssonne haben? Ach so. Jetzt muss ich mitten auf die Nacht fahren. Ja, und? Auch schön. Geschätzte Ankunft 4 in der Früh. Der darf ich gerne zum Mittagessen noch kommen. Nicht zur Mitternachtssuppen. Was? Wie das alte LS geht damit. War die eigentlich? Fett Vorsprung. Ja. Aber es ist nicht gut. Übrigens, bleib jetzt nur warten. Ja, also, weil ich habe jetzt mal geschaut, Ruhezeiten sind 9 Stunden, ne? Es wird der Scheiße, wenn du 9 Stunden, ne? Ich habe zweimal auf Enter gedrückt. Hab ich 18. Das war schon mit Fahrer. Da ist er schon ausgeschlafen. Ja, aber dann nach seiner Fahrzeit hat er wieder rennen wollen. Also, irgendwie hat er. Und dann kam die Ware viel zu spät an. Dann. Ja, wie ist ich noch nicht gewusst habe, habe ich mir gedacht, Mist, jetzt muss ich meine muss ich Ruhezeit machen, habe ich mir gedacht, nein, das sind vielleicht 1-2 Stunden und ich habe noch 5 Stunden Zeit. Von wegen. Also, jetzt habe ich 506 EP bekommen. Hab ausgezeichnet stehen. So, dann schauen wir mal. Hey, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Anhänge von Trade Arcs. So, schauen wir mal, wo wir hin können. Ich könnte nach Rostock oder nach Kiew, nach Rostock. Weißt du warum? Weil da kriege ich 14.776 Euro und war ich auch noch nicht. Ich bin jetzt bei einem riesen Rastplatz rausgefahren. Was? Das ist so schaubar. Ja. Ich habe jetzt mal 6 Trade Arcs Anhänger gezählt. Also von einer Firma. 6 LKWs mit Anhänger stehen dann da. Hab ich mir gedacht, ich leg wieder nicht zu schlafen. Nicht, dass ich da als firmenfeindlich angesehen werde.
ab und zu habe ich noch solche Scheiße. Scheiße sagt man nicht. Ja, wenn du aber versehentlich dann auf die Bremse, aufs Gas steigst, kannst halt den Brand fährt. Ja, das ist schon bescheuert. Ja, deswegen sag ich im Moment. Verlautschiert. Schau vorne ran, schau, ob die Schaden sind. Nein, ist nichts da. Kennzeichen passt auch noch. Bleiben wir für auch alle ganz. Keine Ahnung, wo der Schaden sein soll. 1%. Durchgehend 90 fahren wir da die Straße lang. Weißt du, was ich machen werde? Nee. Ich werde jetzt so lange die schnellen, also ohne einen LKW, werde ich so schon lange die Aufträge machen, ohne mir einen LKW zu kaufen, bis ich 1 Million zusammen habe. Dann baue ich meine Firma komplett aus und kaufe mir lauter gute LKW. Weil, du hast kein Minus für deine Fahrer am Anfang. Weil die haben am Anfang ziemlich schlechte Bewertungen. Ja, wie du hast. Auf 4. Auf 4,4 Bewertung oder wie? Ja. Bin auf 5 irgendwas. Auf 6. Bei mir hat sich mein Fahrer in allen möglichen Gebieten ausgebildet. Heißt, er kann ADR zerbrechlich, Fernfahrten, hochwertige Just-in-Time und sparsam fahren. Hat sich überall schon ausgebildet, mein Fahrer. Der macht immer die Prozedur. ADR, Fernfahrt, hochwertig, zerbrechlich, Just-in-Time, sparsam. Der macht's immer so runter, baut er sich auf. Dann kannst du dir vorstellen, das dauert dann nicht allzu lang, bis er sich aufbaut, weil der fährt ja durchgehend. Ja, mit seinen Ruhezeiten halt. Ja. Aber das merkt ihr ja nicht. Ja, deswegen habe ich ja doch die Kredite genommen und doch die Fahrer mehr eingestellt. War doch keine schlechte Entscheidung. Ja. Jetzt eigentlich doch immer plus einmal gewesen, dass einer kein Plus hatte. Aber sonst ging es immer. Ja. Nicht viel, also, aber plus. Mein Fahrer bringt er mir jetzt so 1000 oder 2000 ein. Gut, bei mir hat er mal minus 100 gemacht oder minus 75, aber sonst mehr auch nicht minus. Also ich denke mal, über 75 Euro, da darf sich keiner aufregen. Ja, jetzt habe ich wieder einen Schaden. 3%. Aber, Glückwunsch. Ich weiß nicht, was passiert. Boah, bin ich nirgendwo ran. Ja, da! Himmel! Vielleicht durchs Reden, vielleicht. Mann, ey! Ich fahr ganz normal auf der mittleren Spur. Und der kleine Mongo. Na, der Mongo fährt einfach vor hinten mit einem Mordskaracho und vor einem Trailer ohne. Gott sei Dank hat mein Trailer jetzt keinen Schaden, weil sonst hätte ich ihn zusammengeschlagen, wenn ich es kenne hätte. Weil für diese Fahrt habe ich mir vorgenommen. Ich bekomme für die Fahrt 5.344 Euro. Das ist ein Haufen Kohle für mich jetzt am Anfang. Und ich habe mir vorgenommen, dass ich mir keinen einzigen Schaden hole. 0% Schaden am Truck und 0% Schaden am Trailer. Und dass ich nicht verspätet komme. Dass ich sozusagen keine Abzüge bekomme. Ich will diese 5.344 Euro kassieren. Glatt auf Tent. Ach, Kredit ist auch.
Navi an der Zeit, dann gleich. Vielleicht deswegen ist es passiert, weil ich zu sehr aufs Gespräch gegangen. Ich war genau in der Autobahn, weißt du, wo die Autobahn, wo eine Kurve sich dreht, gell? Ja. Genau da ist es passiert. Ah ja, da ist mir schon oft was passiert. War eigentlich mir nie. Das ist das erste Mal. Ich dachte ja, vielleicht durchs Reden. War weniger Nein, ich kann mich auf beides gleichzeitig konzentrieren. Ist ja echt komisch, weil ich kann das ja eigentlich nicht, mich auf zwei Sachen gleichzeitig konzentrieren, aber... Können Frauen auch nicht, das wissenschaftliche Wissen. Die behaupten, dass das Multitasking-Fähig ist. Es gibt eine Frau auf der Welt, die ist es, und zwar ortsmäßig begabt. Die nimmt einen Stift in die linke Hand, in die rechte Hand, an den linken Fuß und an den rechten Fuß und kann gleichzeitig mit beiden Händen und beiden Füßen mit jeweils jedem Körperteil einen verschiedenen Text schreiben. Ja. Und die Texte ergeben dann, wenn du es miteinander legst, sogar einen Sinn. So, die schreibt von ganz allein, man legt ihr einen Text hin und sie schreibt ihn mit allen vier Körperteilen gleichzeitig und dann, ja. Keine Ahnung. Das ist eine Japanerin. Also sie hat in der oberen Gehirnhälfte, so wie ich es mitgekriegt habe, ist ja eine Verbindung sozusagen zum Austausch zwischen linker und rechter Gehirnhälfte. Bei uns Menschen ist das ja, also bei dir und bei mir ist zum Beispiel, ist es normal ausgeprägt. Aber bei ihr ist es extrem stark ausgeprägt. Dadurch... Vielleicht ist das Wort, wie heißt es, Hiroshima? Atombombe gefallen ist. Hiroshima? Ja, ja. Ja, mein Arbeitgeber kann 140 Euro für eine Spritladung zahlen von 95 Liter. So wenig, 95. Ja, der war nicht einmal gescheit leer. Habe ich Feststellbremsen gezogen. Brauche noch eine Stunde, brauche ich jetzt. Oh. Ich habe noch 4 Stunden. Ja, ich brauche nur eine Stunde und ich habe noch 7 Stunden Zeit. Also ich kann die noch gemütlich durchs Einkaufszentrum schlendern. Hey, du kennst. Ich immer schneller. Geh das runter, dass ich langsamer werde, weil da Radarkontrolle steht. Ich bremse immer voll ab. Ich sag mal, ich fahre mit 90, beschränke das auf 80. Und dann sehe ich Radarkontrolle, dann 3 runter auf 30, 40 km/h. Und bis ich dann wieder beschleunigt habe, bin ich aus der Radarkontrolle raus. Ja, aber überleg mal, wenn da 80, über 80, über 80, dann brauche ich noch runter gehen. Ja. Boah, der Tempomat ist so lahmarschig. Ja. Bis wann musst du morgen eigentlich arbeiten, jetzt mal so grundlegend? Ja, morgen muss ich da früh. Wie früh raus? In der Früh oder auf Nacht? Aufstehen. Ja, ja, aber bis wann? Muss bis um 3 Uhr arbeiten oder bis um 4 Uhr, bis um 5 Uhr? Das weiß ich auch noch nicht. Uns haben wir schon getan. Gestern war ich von 6 bis 6. Ja. Ist der für dich nicht einmal? Ist der für dich nicht einmal? Ja, du bist ja noch minderjährig. Ja. Hey, aber das Geile war, ich habe vor kurzem ein Praktikum gehabt beim Holmer für Zucker und Vollenter. Ja, weiß ich nicht. Ja, ja. Hey, ich sagte, das Teil war einfach nur riesig. Das wiegt nicht einmal fertig zusammengebaut, 32 Tonnen. Und am Ende jeder Schicht wird dieser 32 Tonnen Koloss
und 12 Personen geschoben über die fast komplette Halle. Ja, dann müssen die Reifen richtig gut aufgepumpt sein. Na, die hängen ja. Die haben ja noch keine Reifen dran, die kriegen sie erst an der Endmontage. Und von der Endmontage werden sie dann rausgefahren. Dann sind sie auf Stahlwalzen. Ja, kann man sagen, unten halt. Ja, Panzerrollen eigentlich, sagt man. Ja. Ja. Ha. Wie als hätte ich es geahnt. Was denn? Mir war langweilig, habe ich mal Hupe reintan. Und genau in dem Moment hat Ampel umgeschalten auf Grün. So, ich sag doch, ich hab's. Glückliche Händchen. Stell doch vor. Ich bin immer gespannt. 3 Stunden brauche ich noch 200 Kilometer. Ich bin gleich da. Na, hoffentlich hat mein Trailer jetzt kann schon. Ha, ja! Der Trottel fährt hinten rein. 400 Euro. Ich hab es geschafft. Jetzt habe ich auf die rechte Spur gewechselt. Ich gedacht habe, ich behinderte den Verkehr. Will ja nicht als autonomer Mittel- oder Linksfahrer sein. So, jetzt holen wir uns. So ein Großmensch. Fahre ich auf die Mittelspur rüber, wenn die deine wieder schneller, komischerweise. 90 fahre ich. Das Interessante ist, wenn ich auf dem Navi schaue, überall wo ich war, da sieht man, dass es gelb ist. Oh, das ist gerade von. Also geblitzt hat das. Ich glaube, ich habe das Einparken verlernt. Ich kann nicht mehr einparken. Ja, probieren geht. Drinnen. Ausgezeichnet habe ich. Ja, aber das fürs Einparken. So. Ich habe Bonus für Parken des Aufliegers 45 EP gekriegt. Ja, die kriegt jeder, wenn du einparkst. Egal wie da der Hänger da steht, solange es leuchtet. Ja.
schönes Bonus für Fernfahrten, weil ich über 250 Kilometer gefahren bin, kriege ich nochmal 79 EP und Basisvergütung 310 EP. Ich verdiene 5.344 Euro mit den 443 EP, bin wieder einen Rang aufgestiegen. Bist du Level 2, oder? Jo. Aha. Und ich bin jetzt, ich kann jetzt Lieferungen bis 550 Kilometer fahren. Ah, so weit bin ich noch nicht. Oh, hey. Ich baue mich auf Fernfahrten aus bis Rang 6, weil wenn ich den Rang 6 habe, dann kann ich von einem Ende Europas bis zum anderen fahren. Also ich kann komplett Europa durchfahren. Hast du jetzt nur gemacht Fernfahrer? Naja. Ich bilde mich komplett auf Fernfahrer aus. Danach auf hochwertige und ADR. Hättest du erst hochwertige. Ja, my name is Dominic und ich bin Level 2. Die wollen mich jetzt verarschen, oder? Meinst du? Hallo, ich kann 550 Kilometer fahren. Wie viel wollt ihr mir umeinander schicken? Die wollen mich... Vielleicht liegt es daran, weil du eine hochwertige Fracht noch nicht kann. Nee, das ist wurscht. Weil der Flo, der hat ja nur nur Fernfahrten aktuell. Und der kann trotzdem Riesenstrecken fahren. Ein LKW. Wieso? Ich habe ja keinen eigenen, ich fahre ja mit LKW. Vielleicht ist es, wenn du einen eigenen hast, kannst du weiterfahren. Das kann sein. Deswegen habe ich es dir ja gesagt. Wegen dem eigenen. Ja. Ich weiß nicht, was ein LKW bei dir kostet. Also bei mir, meiner hat gekostet, ohne die Extras, was ich habe, 108.000 Euro. Ja, ich habe jetzt ungefähr 13.500. Ja, dann brauchst du ja nur einen Kredit aufnehmen für 100.000 und kannst einen eigenen LKW haben. Ja, ich fahre jetzt die eine Lieferung noch und dann schaue ich mal. Und für die Lieferung kriege ich jetzt dann, ich kriege jetzt für die Lieferung 5.254. Ich muss von Osnabrück auf. Ey, 50 Kilometer noch. Ey, mein erster Kreisverkehr. Ach, wie schön. Schauen wir mal, wie ich den meistere. Den habe ich eigentlich gut geschafft. Ja, ich auch. Hey, das Schöne war, ich habe heute ungefähr eine Viertelstunde an meinem Roller umeinander geregelt, bis ich ihn erst mal angekriegt habe. Ja, wenn mein Roller eine Zeit stillsteht und nicht angeschmissen wird, dann Da ist die Batterie leer, gell? Nee. Der ist bloß zu kalt. So, und das jetzt wieder. Lange nicht schon wieder zu gehen.
später noch. So, jetzt müssen wir dann rechts auf die Autobahn nachfahren. Ich fahr gerade runter von oben. Ich bin gespannt, ob ich ein Lenkrad kriege. Ja, stimmt, du kriegst dir dein Lenkrad. Boah, der mit der leeren Zugmaschine bei. Ich bin gespannt, wann ich die Seitenverkleidung da kriege. Weißt du, was wir kaufen, dann vielleicht dran. Ich sehe erst auf dem Level, glaube ich, ja. Du kriegst bestimmte Sachen. Ja, jetzt bekommst du erst noch ab einem bestimmten Level. Ja, du weißt, der Windspoiler für seitlich. Weil das hängt jetzt ja auch noch den Kraftstoff. Schon 3%. Sauer. Das mit Bremsen, der Hammer hart an. Da gestellt habe. Also, wie schaut's bei dir aktuell mit der Uhrzeit aus? Ja, ich sag's dir gleich. Meiner gehen schon, mein Männchen ist schon, mein Bett ist schon war, Oh! Ja, mein Fahrer, das sagte, er möchte schlafen. Donnerstag, 10 Uhr, 32 Minuten. Echt, ich hab Dienstag, 4 Uhr, Neize. Ja, ja. Das Schöne ist, ich bin pünktlich zum Frühstück am Zielort. Und das Schöne ist, ich habe fast komplett sturmfreie Autobahn. Mach das! Okay, jetzt sind wir rechts vorbei, also fahren wir nicht rechts. Das ist auch online. Aber echt? Ja, ja, ich hab mir. Okay. Aber er scheint. Ja. Wird einer in den Kommentaren einen Link reingeben? Ist er als Fan? Löscht oder keine Ahnung. Okay. Weiß nicht, was ich da eigentlich. Ja. Manche dann vielleicht einmal Links rein für Mods, was vielleicht nein, mal das war für war klar. Ich denke mir, wenn das sollte es auf deiner eigene Seite reinknallen. Ja. Und wenn sie mal Fragen haben, was nicht so wichtig ist für alle, dann sollten sie es eher über PPN machen. Genau. Rowdy! Raster mit vollem Karacho vorbei, obwohl auf 80 beschränkt ist. So, gute Arbeit steht. Ja, für Abzugehen da, wo ich seitliche 14.
So, das war's erstmal für heute. Halt nicht. Weiß gar nicht mal wie. Jetzt halt, ich glaube, wir haben 7:45 ungefähr. Halbe neun haben wir es jetzt ungefähr. 8:55. Also dann, ich sage Servus, grüßt euch. Nächstes Mal, wenn es euch gefallen hat, schaut halt rein. Tschüss.